Und es geht weiter mit Zelda Twilight Prince. Nachdem der letzte Part ohne Kommentare war, wird dieser hoffentlich mit Kommentaren enden. Ja, was im letzten Part passiert ist, das weiß ich leider nicht. Und ja, fixen konnte ich es auch nicht. Denn sonst mit Kommentaren, wenn ich sie nachmachen würde, der Part scheiße sein. Aber jetzt brechen wir zum dritten Dungeon, auf dem Seeschrein oder wie auch immer der sich nennt. Dafür müssen wir ein bisschen schwimmen, das dauert ein bisschen. Link kann nicht schneller. Leider. So schwimmt er auch langsam. Leider. Aber was soll's. Wir sind ja fast da. Noch ein bisschen da unten ist er schon. Ich kann schon mal die Bomben ausrüsten. Um nach dort hin zu gelangen, braucht wir die Bomben, um die Steine wegzuspringen. Das steht natürlich fest. Ich kann heute nicht reden. So. Und diesen Stein müssen wir wegsprengen, aber wie? Aber wie? Das ist die Frage. Ich ziehe mal kurz die Eisenstiefel an, schmeiß hier in eine Bombe. Irgendwas sagt mir, dass man hier eine Bombe hochschmeißen soll. Und das stimmt. Und jetzt muss ich hier in diese Wasserströmung eine Bombe reinwerfen. So, perfekt. Das hat alles wunderbar geklappt. Und jetzt können wir auch da rein, in den dritten Dungeon. Oh, zuerst eine Wasser-Stage, die sehr schön aussieht für den GameCube. Sehr, 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 sehr schön. Und mit einem neuen Gegner, welchen man in sein Maul reinstechen soll und seine Zunge zerschneiden. Und es ist hier auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Du kannst mich nicht schnappen, ich werde deine Zunge zerschneiden, wie eklig das auch aussieht. So. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich höre irgendwelches Strom und das kommt von dieser Qualle. Mit der will ich nichts zu tun haben, meine Kleine. Was ist hier? Schöne Blumen. Unterwasserblumen. So, Link, jetzt schwimm schnell hoch. Und da sind wir auch. Oben. Seeschrein. Und was gibt's hier zuerst? Ein bisschen Schleim, welches mich wegstoßt und ins Wasser springt und stirbt. So, man kann dieses Schleim auch einsammeln. Dafür mache ich mal eine Flasche bereit. Denn ein Schleim hat eine Heal-Funktion. Du fühlst lila Schleim-Gelee in deiner Flasche. Lege es auf X oder Y und trinke es. Wer weiß, was dann passiert. Ja, dieses... Oh shit, nein! Oh, zum Glück. Dieses Schleim ist, glaube ich, random. Es kann alles passieren. So, aber bei den roten oder orangen. Du hast rotes Schleimgelee, ja. Das rote Schleimgelee füllt
Herzen auf und das ist sehr toll. So, da sehe ich auch eine Truhe, die bestimmt mit 20 Rubinen ausgestattet ist. Nein, mit 20 Pfeilen, juhu. Ja, vielleicht werden wir auch nicht so viele Rubine in diesem Part. In diesem Dungeon, nicht in diesem Part, wollte ich sagen. In diesem Dungeon. Oh, Wasserbomben. Danke. So, ich hoffe, dass wir nicht so viele Rubine in diesem Dungeon kriegen. Wie zum Beispiel das letzte Mal in den Goronen Dungeon, dass ich zweimal weg musste wegen dieser Scheiße. Das passt nicht. Und irgendwas sagt mir, dass ich diesen Schalter betätigen soll. Und das war richtig. Schnell rein mit dir da, Link. Und rein da. Und wo kommen wir hier entlang? Hier weiß ich nur eins. Diese hier, Dinger sind gefragt. Bombenpfeile. Denn wir müssen diesen Dinger hier runterstoßen. Damit wir weiterkommen. Ah, das war gefährlich. Schätze, du sollst zuerst die Stalaktiten herunterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du dir nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Denkste, wird es auch mit einem normalen Pfeil klappen? Weil sie hat gesagt, sie sehen locker aus, aber mit einem normalen Pfeil klappt das natürlich nicht. Logisch. Zack. Zack. Und zack. Und jetzt runter. Ah. Und diese Sprunggegner besiegen. Die man schon aus Ocarina of Time kennt. Und ich die nicht mag. So, abchecken nach Truhen, denn ich habe keinen Bock hier zurückzukehren, wenn ich den Kompass kriege. Wenn ich den Kompass kriege, stelle ich dann fest, dass ich hier was vergessen habe und ich habe keinen Bock dann zurückzukommen. Und du stirb bitte. So. Die sind aber mit einem Hit KO. So, und da sind auch neue Gegner. Oh, und die wollen mich rammen, aber von hinten sind sie nicht geschützt und wir können ihren Helm verwenden. Spaß natürlich, wir können ihn zwar nicht anziehen, aber wir können ihn werfen. So, shit. Mit einem Item kann man auch ihnen diese Helme abnehmen, aber das Item haben wir noch nicht. Aber wir kriegen es hier, in diesem Dungeon. So, was gibt's hier noch? Da oben gibt es was. Und bestimmt eine Truhe mit Rubinen. Oder mit Pfeilen, oder mit Bomben. Rubinen, Pfeile oder Bomben. Bomben, 10 Wasserbomben. Wasserbomben werde ich gebrauchen, denn ich habe keine andere Bombentasche. Nur eine. In die 15 Bomben passen. So. Dann geht es zu diesem Gang weiter. Und was sehen wir da? Eine starke Strömung. In welche Gegner hier rum? In welcher Gegner irgendwas machen? Und einen neuen Gegner. Wer ist das eigentlich? Ich glaube, das sind Exalfos. Ich habe Exalfos
mit Stalfos verwechseln. Das sind Exalfos. Und die können auch ein bisschen fies sein. Schöne Türen. Und da sind wir in einem großen Raum. Und ab hier weiß ich nicht, wie wir weiterkommen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Gar keine Ahnung. Aber ich hoffe, wir kommen irgendwie klar. Wenn nicht, dann wird das Display hier beendet. Spaß. Das Let's Play wird nicht beendet. Das Let's Play wird nicht pausiert. Ach Gott, ich kann nicht reden. Ich werde halt nur googeln müssen, wie man das hier schafft. So, da unten gibt es aber, glaube ich, nichts, was für uns wichtig ist. Oder soll ich es abchecken? Hier hinein solltest du nicht, Link. Das sind scheiß Piranhas. Du solltest hochschwimmen. Du musst hochschwimmen und hier hoch. Und hier ein paar Herzen holen. So. Vorsicht, jetzt springt mir nicht noch einmal runter. Ich werde hier einmal im Kreis rumgehen. Und abchecken vielleicht. Irgendwie sieht diese Wand auffällig. Aber dort ist nichts. So, bin ich an diesen Dingern runtergesprungen. Oder an den anderen, diesen Lianen oder diesen Gewächs, nenne ich mal so. Welcher ganz schön alt ist, aber hält mich stark fest, damit ich hochkomme. So, und wir sind von der anderen Seite gekommen, aber es ist auch nicht schlimm, dass wir hierhin kommen. Obwohl, es war egal. Denn ich glaube, es war egal. Von welcher Seite wir kommen. Aber was gibt es hier? Ich kann hier diese große Leiter umdrehen. Und ich kann diese Truhe öffnen. In welcher 20 Pfeile sind. Gut. Aber zuerst will ich in diese Tür reingehen. Denn ich glaube, die ist neu. Und da gibt es auch nur einen Asi, der vernichtet wird. Und nichts mehr. Hier brauchen wir Wasser, um da weiterzukommen. Das sollten wir uns merken. Und ich glaube, jetzt muss ich die Leiter umdrehen. Und zwar so. Macht man das? Wie in Harry Potter. Aber okay. Und ich muss mir dran gewöhnen, dass man an den Leitern nicht rollen kann. So. Hier sehen wir einen Asi, der mit einer Sprungattacke vernichtet wird. Und diese Tür ist neu. Oder auch nicht. Hä? Diese Tür ist nicht neu. Jetzt checke ich gar nichts mehr. Diese Tür ist aber bestimmt neu. Da bin ich mir sicher. Und gibt es hier vielleicht auch eine Truhe? Nein, aber hier ist die Tante. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit.
Du hältst, du hast die Tante wieder getroffen. Lege sie auf Y oder X, Y oder X, um sich dann aus dem Schrein wegzuporten. Hier brauche ich einen Schlüssel. Aber wo krieg ich denn? Nein. So. Wo kriege ich den Schlüssel? Ich komme hier durcheinander. Hab keine Ahnung. Man merkt das auch, denn der Spieler, der diesen Dungeon kennt, würde hier schon raus. Mit 100% in 5 Minuten. Und ich brauche eine halbe Stunde. Aber was soll's. Hier waren wir ja auch. Lass mich kurz abchecken. Ja, hier kommen wir nicht weiter, weil uns dieses Rad es nicht erlauben kann. Und auslösen können wir hier auch nichts. Auch ein Bombenpfeil zu schießen bringt auch nichts. So. In der zweiten Tür war, glaube ich, auch nichts. Oder doch? Aber wie kommen wir nach dorthin? So nicht, natürlich. Ich habe keine Ahnung von diesem Dungeon. Es ist blind, sage ich mal so. Hier kommen wir auch nicht nach dorthin rüber. Ich glaube, wir müssen irgendwie nach dorthin kommen. Aber wie? Das ist die Frage. Für diese Tür brauchen wir einen Schlüssel. Aber wo ist der Schlüssel? Oder habe ich irgendwo eine Truhe verpasst? Ich hoffe nicht. Hier kommen wir ja auch nicht weiter. Weil hier auch so ein Sackgassenraum ist. Ne. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich kriege ein bisschen Angst. So, aber diesen Schalter können wir betätigen. Und nach wo bringt der mich hin? Vielleicht nach dort, nach wo ich hin will? Ich glaube, ja. Und hier, bitte Karte, Kompass oder einen Schlüssel. Bitte. Die Karte. Puh. Schnell abchecken. Oh Gott. Hier gibt es viel zu viele Stockwerke. So, das ist der erste, der zweite, der dritte. Und mit der Karte kann ich mich jetzt nicht. Nach der Karte kann ich mich jetzt nicht orientieren. Aber ich glaube, wir müssen in diese Tür rein. Ich hoff's sehr stark. Und ja, hier gibt es einen Weg weiter. So, du kannst sterben. Na komm, greif an. Greif an. So. Nein, Link. Jetzt verliert gegen diesen Loser nicht. Ach, du kannst mich mal. So. Das alles bringt nichts. Ich spreng mich nur selbst weg. Ach, du kannst mich mal. Die Rache kriegst du später. Und da endlich, da sind wir in einem neuen Raum.
Truhen, Truhen, Truhen. Wo sind Truhen? Aber irgendwie sagt mir irgendwas ein Gefühl. Irgendwie sagt mir ein Gefühl, dass ich nach unten muss. Und ich werde das mal kurz machen. Obwohl, Moment. So. Erstmal es so machen, damit ich hier rüber kann. Dann glaube ich, kann ich das hier zerstören. Nee. Kann ich nicht. Und was, wenn ich hier hoch oder runter kletter? Passiert, glaube ich, auch nichts. Ich muss irgendwie hier das Wasser hochkriegen. Aber die Frage ist, wie? Die Frage ist nur, wie ich das Wasser hochkriege. Das werden wir herausfinden. Hoffe ich natürlich. Wenn nicht, dann wird Hyrule in die Schatten, in die Dunkelheit gehen und wir für ewig in diesem Dungeon bleiben. Obwohl Link muss so langsam verhungern. So. Hier kommen wir nicht weiter. Aber was ich da sehe, das kann uns helfen. So. Schaffe ich es von hier auf die Brücke? Ja. Und jetzt da hoch, bitte. Und jetzt auf diesen Felsen. Und auf diesen rüber. Und auf diesen. Und da ist ein kleiner Schlüssel, den wir brauchen. So, so und so. Was mich eigentlich interessiert, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Wenn ich an den Brückenrand da hoch komme, wird das klappen? Nein, das ist zu hoch. Sogar viel zu hoch. Und da hoch komme ich auch nicht. Schade. Aber was soll's, was soll's. Dann kehren wir halt mit dem kleinen Schlüssel zurück. Denn ich glaube, wir müssen so oder so später hierher zurückkehren. So, was gibt's in den Krügen? Rubine und Herzen. Ein Rubin und ein Herz. Aber das, was wir hier brauchen, haben wir schon. So. Man muss ihn mehrmals anstechen. So. Hä? Wieso wurde er nicht besiegt? So. Jetzt ist er besiegt. Und sein Helm bringt mir nichts. Also kann er KO gehen. So. Wo bräuchten wir den Schlüssel? An welcher Tür? Ich glaube, das war eine Tür oben. Aber wo? Hier auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das war die auf der anderen Seite. Die hier. Habe ich recht? Ja. Da sieht man auch dieses Wasserzeichen aus OT, aus Ocarina of Time. Würde ich besser sagen, dann, weil sonst klingt es so dumm, merkwürdig und ja. Aus Ocarina of Time dieses Wasserzeichen, die Soras hatten. Oder was sie auch da hatten, keine Ahnung. So. Was gibt's hier Neues? Nichts.
nur eine Truhe. Und jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht weiter. Aber ich krieg zumindest 5 Wasserbomben. Weil die sind sehr teuer. Und wie komme ich hier weiter? Wozu ist dieser Raum? Hä? Ah! Da haben wir es schon. So. Und dann da hoch. Und wegen diesen Sachen habe ich auch große Angst vor diesem Dungeon, dass ich irgendwann mal festhängen bleibe inmitten eines Parts und das war's. Ja. So, und ich glaube, ich muss diesen Schalter betätigen. Ja, um hier das Tor zu öffnen. Dann kommen wir hier raus, aber hier ist ein Felsen, der weggesprengt wird. Und da sind fiese Gegner. So, der hat mich eine umgestoßen. So, dann wirst du halt jetzt sterben. Du auch. Oder halt später. So. Und KO. Alle beide. Wo kommen wir hier raus? Hier kommen wir raus in eine Sackgasse, sage ich mal so. Und wenn ich es richtig sehe, was ist das für ein komischer Gegner? Hä? So gegen ihn zu schlagen bringt nichts, aber ein Bombenpfeil in den Rand reinzudonnen bringt was. Und dann einfach so zerschlachten, zerschnitzen und so weiter und so fort. So. Ich kann hier auf die andere Seite dieses runden Raumes kommen. Und ich komme hier hin, wo Schleim ist. Aber hierhin wollte ich so oder so. Der Schleim kann sich auch zusammenfügen, wenn er will. Und dann werden sie halt noch stärker. Aber wenn man sie schnell vernichtet, dann wird das auch nicht passieren. So, wieder zurück komme ich nicht. Oh shit. Ich hoffe, ich hänge hier nicht fest. So, du kannst sterben. Ich hoffe, ich hänge hier nicht fest. So, stirb. So. Was ist in dieser Truhe? Ein kleiner Schlüssel, den wir auch brauchen. Und hier komme ich raus. Oh. Aber ich glaube, dieser Raum ist nichts anderes als nur eine Verbindung. So, dieser Gegner fällt runter und stirbt. Was ist da unten, will ich nicht wissen, obwohl ich kann es ja kurz so nachschauen. Da ist Wasser, aber nach dort unten will ich nicht hin. Ich will hier hin. So. Schön zerstören alle Krüge für Herzen und Rubine. Und jetzt komme ich in einen neuen. Nee, ich komme nicht in einen neuen Raum. Ich komme in denselben Raum. So, und jetzt kann ich auch hier hin und die kleine Tür öffnen. Was verbirgt sich dahinter? Das finden wir jetzt raus. Ich ahne hier Böses.
sehr sogar Böses. Ich habe Angst. Da unten ist nichts. Also zerstöre ich diese Krüge, kriege viele Rubine und ich klettere mal da hoch. Mal sehen, was da oben es so gibt. So, Link klettert sehr langsam und hier kommen wir hoch. Sieht nach einer Rutsche aus. Mit bösen Gegnern. So. Schon wieder ein böser Gegner, der aber easy von mir vernichtet wird. So. Und was ist hier? Was ist das? Keine Ahnung. Ein böser Gegner, der vernichtet wird. Eine Truhe, die Rubine enthält. Okay, Wasserbomben. Ich nehme meine Worte zurück. Dieser Dungeon ist gut. Weil hier nicht nur Scheiße ist. Hä? Und was bin... Aha. Ich dachte schon, ich komme hier nicht weiter. Aber dem ist nicht so. Und so kann ich das Wasser freilaufen lassen. Aber ich will mal kurz was ausprobieren. Obwohl wird das klappen. Wenn ja, dann bin ich ein Genie. Wenn nicht, dann... Das könnte klappen, wird aber super schwer sein, denn normalerweise brauchen wir ein Item für diese Truhe, aber ich versuche sie so zu holen und das klappt nicht. Da haben die Entwickler schon gedacht. Und das hier ist eine Rutsche, juhu, die aber ziemlich schwer zum Steuern ist. So, und wo ist meine Super Mario 64 Music? Wie hieß dieser Song? Ich weiß nicht, dieses Soundtrack. Ich hab's vergessen. Also diese, die hier im Slide, wenn man slidet, in dieser geheimen Rutschbahn. So, und da haben wir auch hier das Wasser freilaufen lassen. Ich folge mal dem Wasser. Mal sehen, nach wo es mich bringt. Dieses Zahnrad, es bewegt sich. Und ich glaube, dann kann ich hier... Hä? Unsichtbare Wand. Toll, unsichtbare Wand. Beste. Oh shit, und ich glaube, ich stecke in Problemen. Denn... Oh. Wo ist meine... Flasche. Dann werde ich halt das rote Elixier trinken und die Fee einsammeln. Juhu. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Ich glaube aber auch einfach so, wie ich reingekommen bin, ja. So, und nach wo müssen wir jetzt hin? Na, hier hin. Oh. Ich weiß nach wo wir hin müssen, aber das kommt im nächsten Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.